Hier ist Stefan von Upgrade for Cars und heute zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Universalsitzbezüge an Ihrem Fahrzeug anbringen. Nehmen Sie die Kopfstützen der Vordersitze ab. Die Bezüge der Vordersitze lassen sich ganz einfach über den Sitz ziehen. Durch die Öffnungen der Klettverschlüsse können die Kopfstützen leicht wieder eingesetzt werden. Nachdem Sie den Kopfstützüberzug angebracht haben, richten Sie die Oberfläche aus. Unser Tipp: Nutzen Sie das mitgelieferte Produktblatt. Es erleichtert Ihnen das Einklemmen des Bezugs in die engen Kanten. Als nächstes spannen Sie das Gummiband unter dem Sitz mit Hilfe der mitgelieferten Keile. Es spielt keine Rolle, wo Sie den Keil befestigen. Hauptsache, das Gummiband sitzt straff. Greifen Sie hinter die Sitzablage und ziehen das Gummiband hervor, das Sie zuvor beim Beziehen zwischen Sitzkissen und Rückenlehne geschoben haben. Befestigen Sie auch dieses Gummiband unter dem Sitz. Wiederholen Sie alles am zweiten Vordersitz. Damit ist die Hälfte auch schon geschafft. Beziehen Sie die Sitze der Rückbank. Nutzen Sie hierzu wieder das Produktblatt als Hilfe. Auch der Bezug der Rückbank hat Gummis, die unter den Sitzen befestigt werden müssen. Es spielt wieder keine Rolle, wo Sie diese montieren. Hauptsache, sie halten.
verschieben Sie erneut die Gummis zwischen Sitzkissen und Rückenlehne. Jetzt kann die obere Hälfte angebracht werden. Verkeilen Sie die 8 Gummibänder, wie in dem Video gezeigt wird. Links und rechts jeweils 3 Bänder, in der Mitte nur 2. Da es sich bei dem Bezug um eine Universalgröße handelt, kann es je nach Fahrzeugtyp natürlich zu Abweichungen kommen, zum Beispiel bei der Position der Sicherheitsgurte oder ähnlichem. Dieses Fahrzeug besitzt mittig auf der Rückbank eine große Box für den Sicherheitsgurt. Der Bezug kann ganz einfach darunter geklemmt werden. Nehmen Sie sich eine Schere zur Hand und schneiden Öffnungen für die Kopfstützen in den Bezug. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf www.upgradeforcars.de.